denn? Mein Bruder wird mich umbringen. Ich brauche einen Imam für meine Beerdigung. Imam? Haben Sie vielleicht ein Rezept dabei? Dann gucke ich mal nach, ob ich das da habe. Die drei Brüder Selay, Samir und Mesut leben mit über 30 noch immer zusammen in der Frankfurter Wohnung ihrer Eltern, könnten jedoch unterschiedlicher kaum sein. Sind Sie Türke? Ja. Da klingelt die Kasse. Alle denken, dass türkische Männer keine Ahnung von Babys haben. Ich meine, das ist doch scheiße, ey. Wenn eine Ahnung hat, dann wir. Während Frauenheld Selay immer noch versucht, über die Trennung von seiner Freundin Anna hinwegzukommen, hat der cholerische Sami überhaupt kein Glück in der Liebe und versaut sich jedes Date mit seinen unkontrollierten Wutattacken. Indes wartet der jüngste Bruder Mesut immer noch auf seinen erhofften Durchbruch als Musiker. Zwangsräumung, ja? Wenn ich die Kohle bis morgen Abend nicht habe, sitzen wir auf der Straße. Ich höre da ein Baby weinen. Oder ist das Ihr Bruder? Hallo? Ich komme von Frankfurt Dream Boys. Was für eine krasse Scheiße willst du vertrinken? Bring mir ein Bier, Schlampe. Zu allem Überfluss läuft auch ihr geerbtes Brautmodengeschäft richtig mies und steht kurz vor der Schließung. Als sie sich dann auch noch um Annas Baby kümmern sollen, weil diese nach einem Unfall im Krankenhaus liegt, stürzt das Leben der Brüder völlig ins Chaos. Doch dann stellen sie fest, dass so ein Baby auch ein Segen sein kann, denn das kleine Mädchen bringt einigen frischen Wind in ihr Leben. Wie macht der Schwarz? Und jetzt lass mal dein Gefieder da anständig baumeln da unten, komm!